Hallo und herzlich willkommen auf Moxgau, deinem Kanal für interessante Lego-Sets und spannende Eigenkreationen aus Klemmbaustein. Heute schauen wir uns das Schloss Hogwarts mit Schlossgelände an, das Lego-Set mit der Nummer 76419. Dieses Set hier ist von 2023, kostet euch 170 Euro regulär bei Lego. Allerdings gibt es schon ordentliche Rabatte gleich zur Einführung. Ich habe es, glaube ich, mit mindestens 20% Rabatt vorbestellen können. Von daher werdet ihr hier nicht so viel Geld los wie sonst üblich bei Lego. 2660 Teile sind hier am Start. Das Ganze ist nicht so riesig, um 22 cm in der Höhe und die Basis sind etwa 35 x 26 cm. Der Designer ist natürlich Lego, es ist ein Original-Lego-Set und die Altersgruppe gibt Lego hier an mit 18+. Das ist natürlich der Zielgruppe geschuldet. Die erwachsenen Lego-Fans sind hier angesprochen, aber das kann natürlich auch schon ein 10-Jähriger locker bauen. Es gibt, wohlgemerkt, keine Aufkleber im Gegensatz zum großen Hogwarts-Schloss, was ja mittlerweile 470 Euro kostet, was ich euch auch schon vorgestellt habe hier. Und es gibt einige sehr schöne Prints. Kommen wir zur Anleitung. Das sind die beiden Anleitungsbücher, die ihr hier seht. Relativ dick, relativ kleinschrittig. Ich meine, insgesamt sind es fast 500 Seiten. Hier 270 und hier knapp 200, also fast 500 Seiten. Schön ist, dass diese Anleitung euch immer mal wieder zwischendrin kleine Referenzen liefert zu dem, was das so ist, was ihr hier so baut. Also hier auf der Seite kriegt ihr immer wieder mal kleine Kommentare. Das ist ganz schön. Und was ihr auch seht, wenn ihr die Anleitung durchblättert, ist einmal, dass es extrem viele bunte Steine gibt in der Basis und dass ihr das Ganze quasi nicht flächig hochzieht, sondern quasi nach und nach bis zur Plattform, auf der das Schloss dann steht, hochzieht und dann quasi weiterbaut. Das ist eine interessante Art und Weise, dieses Set zu bauen. Zum Thema der bunten Steine habe ich beim Unboxing schon was gesagt. Das ist ein bisschen ein Ärgernis aus meiner Sicht. Speziell, wenn man Mox bauen möchte oder wenn man die Teile verwerten will, kriegt man einfach jede Menge kunterbuntes Zeug, was ja wirklich sehr schön gewesen wäre, wenn man das in solchen Grautönen zum Beispiel gehabt hätte. Allerdings ist dieses Set eher ein Set, was man zusammenlässt, würde ich behaupten. Beziehungsweise die Teile, die man ausschlachtet, sind dann eher doch die Teile, die man sieht. Von daher vielleicht gar nicht so schlimm. Gucken wir uns dieses Set mal genauer an. Es gibt tatsächlich hier wieder interessante neue Elemente, beziehungsweise auch bekanntes Element in neuer Farbe und insgesamt ist das hier ein auf jeden Fall sehr kleinteiliges Set, das seht ihr hier natürlich. Ne? Hier vorne übrigens eine Minifigur, das ist der Architekt von Hogwarts, so im Stil einer Sammelfigur hier ausgeführt in Gold. Ja, ist ganz nett, finde ich jetzt keine besondere Sammelfigur. Ich weiß noch nicht, ob ich die bei dem Set dabei lasse. Ich weiß noch nicht so richtig, was ich mit dem Set mache. Ich habe das große Schloss gebaut, habe es mittlerweile verkauft, weil ich irgendwie nicht so richtig was damit anfangen konnte. Es war mir zum groß, zum Ausstellen und hinten war es halt nicht zu. Das Problem habt ihr hier nicht. Also, zunächst mal ist das hier ein komplettes Set, was auf einem Felsen draufsteht, wie sein großer Bruder. Aber ihr habt hier ganz, ganz viele kleine Details. Und nicht, dass ihr denkt, ihr habt jetzt hier so viel weniger Details als beim großen Set. Hier ist jede Menge mit dabei. Also einmal habt ihr natürlich hier diese Basis mit dem Schriftzug Hogwarts Castle im Architecture Style. Das sehen wir jetzt inzwischen auch schon bei vielen anderen Sets oder bei einigen anderen, dass dieser Style quasi überschwappt in andere Serien. Finde ich sehr schön. Trägt auf jeden Fall dazu bei, dass man es gerne ausstellt. Dann haben wir hier natürlich dieses coole Schiff der anderen Zauberschule aus der Harry Potter Story. Und hier haben wir zum Beispiel noch die ganzen Gewächshäuser, was wir im großen Hogwarts-Schloss ja nicht haben. Dann seht ihr hier seitlich tatsächlich doch was Angeschnittenes. Also im Untergrund haben wir dann doch quasi so Kulissencharakter-Elemente, aber die finde ich nicht so schlimm, denn die sind richtig cool. Also hier unten haben wir dann die Kammer des Schreckens, glaube ich, genau so heißt das Ding. Und da hinten versteckt sich tatsächlich ein einmaliger Minifigurkopf. Den gibt es nur in diesem Set mit diesem Druck. Sehr cool. Dann hier unten noch Referenzen, meine ich, zum ersten Teil des der Harry Potter Saga. Dann hier unten eben das Schachbrett verkleinert. Und unten, glaube ich, der Raum mit dem Spiegel. Dann sehr, sehr cool hier unten haben wir den Raum mit den Tränken. Alles bedruckt. Ja? Ihr seht auch hier auf dem Schloss seitlich diese Fenster. Das sind alles Drucke. Super, super cool. Und hier oben die peitschende Weide mit dem Fort Anglia. Und hier kommt dann ein sehr cooles Teil mit dazu, nämlich hier dieses Wegstück. Jetzt muss ich mal gucken, wo mein Finger ist. Da. Diese Light Blush Grey Teil hier, die gab es so vorher noch nicht. Und die ist richtig cool. Ja? Finde ich ein wirklich, wirklich schönes Teil.
So, dann seht ihr hier unten, genau, da waren wir schon. Dann seht ihr hier noch kleine Bäumchen in dieser Eiskugeloptik und in dieser Kristalloptik. Auch sehr interessant, vor allem hier in Sand Green das ausgeführt, das andere in Dark Green. Und hier oben diese Bombardor-Kutsche, sehr stark vereinfacht, aber erkennbar. Dann der Weg zum Schloss hoch von dem Bootshaus und die große Halle. Dann hier nochmal interessante Prints, seht ihr dann über dem Eingang auf der Seite und auf der anderen Seite. Das sind wirklich, wirklich schöne Prints. Ich meine, das Set hat etwa sechs unterschiedliche Prints, die sich aber wirklich lohnen. Ich weiß nicht, ob man sie anderweitig einsetzen kann, weil sie halt eben dieses Microscale haben, aber ich kann mir vorstellen, dass man eben, wenn man andere Burgen baut, da durchaus glücklich mit wird. Aber man muss halt in dem Farbton tan bleiben, wenn man hier was anderes draus baut. Ein kleiner Wermutstropfen, diese Brücke, die hier schräg drin hängt zwischen den beiden Burgteilen, die berührt den Boden nicht ganz. Ihr seht das hier bei diesen beiden Antennen, die da nicht ganz aufsitzen. Und das Ganze ist ein bisschen fragil. Ansonsten ist die Gesamtkonstruktion doch sehr stabil. Hier nochmal der Blick von oben. Also wirklich viele, viele schöne Details, viele Türmchen. Sehr stabil insgesamt. Da gibt es überhaupt nichts zu meckern. Und ich finde, dieses Schloss ist auf jeden Fall eine Augenweide. Zumindest von vorne, von hinten, von oben, nicht von unten. Hier seht ihr mal ein bisschen was von dem bunten Zeug. Also ich habe hier keine Platten weggenommen. Das ist original. Also so sieht das hier unten aus. Sehr, sehr bunt. Finde ich sehr schade, dass hier so viel unterschiedliches Zeug drin verbaut ist. Es ist ja oft auch so, dass ein Teil tatsächlich innerordentliche Farben in dem Set drin ist. Dann wird quasi das gleiche Teil einfach in der Quatschfarbe doch nochmal irgendwo verbaut, wo man es dann nicht sieht. Also das muss sich irgendwie tatsächlich im Mikrocent-Bereich lohnen für Lego, das so zu machen. Ansonsten ist es halt einfach, Entschuldigung, dass ich das so sage, hirnlos aus Sicht des Lego-Bauers, weil man einfach nur blöde Farben in sein Sortiment reinkriegt. Weil wer sowas baut, braucht kein Rot, Gelb, Grün, Blau, sondern eben Burgfarben, wie wir sie ja auf der Außenseite auch reichlich haben. So, also, das war das Hogwarts Castle in einem Mini-Format, im Schnelldurchlauf sozusagen. Ein interessantes Teil, ich habe es tatsächlich selber nicht verbaut, weil ich es tatsächlich meine Frau abbauen lassen. Die hatte Bock drauf und die hat es sehr, sehr gut gemacht. Hier gibt es ein neues Teil drin, was ich sehr spannend finde, nämlich die 1x3 Round Plate. Die gibt es als 1x2 Variante schon länger, aber als 1x3er ist sie tatsächlich neu. In Dark Tan taucht die hier auf. Wahrscheinlich werde ich sie beim Zerlegen finden oder ich werde dieses Set eventuell gar nicht zerlegen, weil es wirklich sehr schön ist, das wirklich über längeren Zeitraum stehen zu lassen. Übers Entstauben will ich dann, glaube ich, noch nicht nachdenken, denn das könnte wirklich sehr kompliziert werden. Allerdings kann man einzelne Elemente hier auch sehr leicht rausnehmen, wie zum Beispiel das Türmchen. Da seht ihr auch hier, wie es gebaut ist. Sehr spannend hier auch mit diesem interessanten Inverted-Teil-Element. Ja, also damit kann man hier wirklich schöne Ergebnisse erzeugen. Und ich finde grundsätzlich das Prinzip der Microscale-Castles sehr interessant. Da gibt es übrigens auch ein Buch dazu. Habe ich auch schon mal einen Blick reingeworfen. Da gibt es coole Ideen, wie man eben Microscale-Castles bauen kann aus Lego-Steinen. Mit entsprechend auch Tipps für die Teile, die man erwerben kann. Und das sind im Regelfall günstige Teile. So, kommen wir dazu, was es hier an positiven Dingen gibt. Das ist ein super schönes Set, wie ich finde, mit oder ohne Minifigur, wie man eben mag. Die habe ich übrigens hier nicht zufällig hin platziert, die gehört laut Anleitung dahin. Die kann man auch mit entsprechenden Noppen hier hinstellen, wenn man sie lieber hier hat. Also, die bedruckten Teile sind sehr, sehr cool. Bautechniken, Optik, das stimmt hier alles. Sammelfigur mit dabei, super. Die wird sicherlich im Preis steigen, wenn das Set mal End of Life ist. Der Preis, der stimmt hier schon, finde ich. Also selbst die 170 € sind für 2660 Teile, auch wenn es kleine Teile sind, durchaus nicht schlecht im Verhältnis dazu, was Lego sonst noch so im Programm hat. Mit Rabatt wird es dann noch interessanter. Bauspaß ist auf jeden Fall gegeben, wenn man eben das so kleinschrittig bauen mag. Na, grundsätzlich ist das Endergebnis, denke ich, über nahezu jeden Zweifel erhaben. Negativ, sehr viele bunte Teile in der Basis. Ein reines Display-Set, hier gibt es faktisch eigentlich keinen Spielspaß, es sei denn, man springt mit der einen Minifigur rum, die hier steht. Und tatsächlich sind einzelne Elemente wie die Brücke hier, die schräg drin hängt, nicht ganz so stabil wie der Rest. Allerdings kommt man an dieses Element hier auch nahezu nicht hin. Von daher, ja, ist die Frage, ob das so schlimm ist. Der Vollständigkeit halber sei es aber erwähnt. So, kommen wir zum Gesamteindruck. Ein wirklich tolles Display Hogwarts im Gegensatz zum großen Spiel Hogwarts.
das sicherlich jetzt bald aus dem Programm verschwinden wird. Lange werden beide sicherlich nicht konkurrieren im Markt. Aber ich muss sagen, wenn ich mich zwischen beiden entscheiden müsste, dann wäre es definitiv dieses Hogwarts. Da, glaube ich, hat man länger was davon, auch weil es kleiner ist und damit wirklich leichter zu transportieren und eben auch zu zeigen. Die Spielkulisse ist eben hier nicht vorhanden. Das ist ein Riesengewinn, finde ich. Und wir haben dennoch viele tolle Details und das macht auf jeden Fall auch für jemanden, der vielleicht noch keinen so großen Zugang hat zu Lego, Spaß, das Ding zu bauen. Eben wie es schon bei Architecture Sets war, man hat hier ein bisschen andere Herangehensweise an das Lego-Bauen, auch für eben Leute, die es noch nie gemacht haben, weil sie natürlich das coole, designhafte Gesamtergebnis schon vorher sehen auf dem Karton. So, also ist es regalfreundlicher, der Preis ist okay, wird sogar noch besser mit Rabatt, von daher ist es zu empfehlen, wenn ihr es mit Rabatt kriegt. Ab 20% habe ich es jetzt regelmäßig gesehen. Von daher, wenn es euch interessiert, schaut mal nach. Es könnte sein, dass es auch noch mal bei manchen Aktionen günstiger wird. So, kommen wir zu einer Bewertung vom Schloss Hogwarts mit Schlossgelände, dem Lego-Set mit der Nummer 76419. Spielspaß? Einer von 5 Bricks. Denn man kann, wie gesagt, hier höchstens mit der Minifigur rumspringen oder vielleicht mal das Schiff hier rausbauen. Aber Spielspaß ist sehr überschaubar. Bauspaß finde ich wirklich, was ich gesehen habe, fand ich gut, hat Spaß gemacht. Ich habe minimal einfach zugeguckt, aber wie gesagt, gebaut habe ich es nicht. 4 von 5 Bricks gebe ich aber trotzdem. Stabilität 4 von 5 Bricks, vielleicht sogar 5, aber ich denke 4 kommt dem Ganzen hier doch sehr nah. Optik 5 von 5 Bricks gefällt mir sehr schön, sehr gut, dieses Schloss hier. Und der Preis insgesamt, den finde ich noch okay, mit Rabatt wird er dann noch ein bisschen besser. Also ich würde tatsächlich mich hier hinreißen lassen zu 4 von 5 Bricks, was nicht ganz objektiv ist, weil mir das Endergebnis doch wirklich sehr gut gefällt. Eigentlich sind es wahrscheinlich eher 3, aber ich bin heute gnädig gestimmt, von daher gibt es 4 von 5 Bricks. Von daher kommen wir zu einem Gesamturteil vom Schloss Hogwarts mit Schlossgelände, dem Lego-Set mit der Nummer 76419 von 4 von 5 Bricks. Und ich hoffe, das hat euch ein bisschen dieses Schloss näher gebracht. Ich kann euch nur motivieren, das mal auszuprobieren. Ihr könnt es ja sonst Gebrauch kaufen und wieder verkaufen. Das, finde ich, ist es durchaus mal wert, um das Bauerlebnis zu haben. Überlegt mal, wie viel ihr sonst fürs Kino bezahlt. Also, ich hoffe, das hat ein bisschen Spaß gemacht. Wenn es euch Spaß gemacht hat, dann gebt doch den Daumen hoch. Vielleicht lasst ihr sogar ein Abo da. Ansonsten sehen wir uns einfach das nächste Mal wieder auf meinem Kanal auf MoxScout.